Hallöchen, Freunde, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier mit Ark Survival Ascended. Immer noch auf Deathmapster Island, hat sich immer noch nichts geändert. So, und Leute, in der letzten Folge haben wir uns ja den Megalodon geholt. Wir haben Siliziumperlen gefarmt und ich habe gesehen, uns haben die Siliziumperlen immer noch nicht gereicht. Deswegen habe ich mir noch ein paar besorgt. Seid mir nicht böse, aber das habe ich jetzt schon mal vorgearbeitet, weil ich keine Lust habe, nochmal ein ganzes Video auf die Suche nach Siliziumperlen zu geben. So, und deswegen gehen wir jetzt nämlich heute her und werden uns heute nämlich das Zubehör nämlich dann bauen, beziehungsweise craften, was wir nämlich dann brauchen, um den Teleporter zu bauen, um die Fernbedienung zu bauen, die Dino-Tracker zu bauen und hast du nicht gesehen. Und Leute, ich würde sagen, wir starten einfach mal in die Folge rein. Doc Tendo, der Digitale, ist schon am Start, er wartet schon und wir werden jetzt sehen, dass wir erstmal an den Fabrikator gehen, weil wie gesagt, am Fabrikator wartet nämlich schon alles auf uns. Wir haben jetzt 434 Siliziumperlen. So, ich habe auch hier schon Metallbahnen rein ohne Ende, die ich schon durch die Schmelze habe vorarbeiten lassen. Und da wollen wir nämlich jetzt sehen, was wir nämlich dann brauchen. Also wir brauchen auf jeden Fall schon mal 100 Elektronik, damit wir schon mal die Sachen bauen können. So, das bedeutet, ich gehe mich jetzt her, mache erstmal Verbundmaterial und mache hier genau 100 Elektronik und die müssen wir jetzt leider erstmal durchlaufen lassen, bevor wir überhaupt irgendetwas anderes machen können. Und so schnell haben wir 100 Elektronik zusammen. Das bedeutet, wir kommen unserem Traum vom Teleporter etwas näher. Und das ist nämlich cool. So, jetzt pass mal auf. Wo könnte das jetzt sein? Elektrisch, Herstellung... Rüstung ist es auf jeden Fall nicht. Sonstiges auch nicht. Strukturen, elektrisch. Das hier, nein. Kochen, auch nein. Verbundmaterial, Waffen. Das heißt, man kann es hier drin herstellen. Munition, Nahkampf, Schusswaffen. Ha, ist aber nicht hier drin. Haha. So, muss ich mal ganz kurz gucken. So, wo war der Teleporter gewesen? Weil wir wollen ja alles richtig machen. Wir wollen ja alles richtig machen. Pass mal auf. Weil da stand nämlich Herstellung in Fabrikator. Glaube ich. Glaube ich aber auch nur. Muss ich mal ganz schnell rausgucken, wo das hier war. Oder habe ich ihn überhaupt schon freigemacht? Ich weiß gar nicht. Vielleicht haben wir ihn auch gar nicht freigeschaltet. Doch, habe ich freigeschaltet. So, was steht hier? Hergestellt. Wird hergestellt in Fabrikator. Ha. Okay. Das ist natürlich jetzt seltsam, ne? Warte mal, ich guck mal. Wesom. Ja, wird nicht hergestellt im Fabrikator. Ha, 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 ha. Das ist natürlich jetzt seltsam, ne? Das ist wirklich seltsam. Oder muss ich dafür den normalen Fabrikator haben? Ich weiß nicht, warte mal. Da kriegt es nämlich hier nur das Fernglas. Das ist nämlich auch seltsam. So, hier ist es ja dann auch nicht, oder? Nee. Das ist seltsam. Brauche ich jetzt auch noch den normalen Fabrikator dafür? Will der mich jetzt hier verarschen oder was? Warte mal, ich gucke einfach mal. Weil das hier ist ja der QUL-Fabrikator. Ja, vielleicht brauche ich den normalen Fabrikator dafür. Oh, das wäre jetzt schlecht. Oh, das wäre jetzt übelst. Aber egal, schauen wir einfach mal. So, okay, Herstellung. Das ist der QUL. Jetzt gehen wir hier auf Strukturen. Herstellung. So, das ist der normale. Mal gucken, dafür habe ich alles da. Gucken wir mal, ob wir den da drin dann sehen. Das wäre jetzt echt der Witz, du. Das wäre echt der Witz. Haha, okay. Dann stelle ich den halt auch nochmal schnell auf. Ja, okay, den stelle ich einfach mal kurz hier mitten rein. So. Wird mir das jetzt hier drin angezeigt? Awesome, tatsächlich. Seht ihr? Den kannst du nur herstellen im ganz normalen Fabrikator. Haha, das ist ja mal witzig. Okay, ja, ist aber kein Problem. Dann machen wir es halt so. Machen wir es halt so, warum nicht? So, okay, die Elektronik mal hier rein. So, wir tun mal einschalten. Awesome. So, was brauchen wir denn jetzt? Oh, der ist aber auch laut, ey. Was stimmt nicht mit dem? Das ist ja mal richtig heavy, du. Holy shit. So, okay, ein Teleporter. So, dann gucken wir mal, dass wir hier auch noch die Fernbedienung hinbekommen. Zeige die Bomben. Jawohl, das sieht schon mal sehr gut aus. Südli. Und dann Elektronik. Ich könnte noch... Ich guck mal. Aber was will er dafür haben? Er will dafür haben, gegrilltes Filet will er haben. Ich glaube, ich habe kein gegrilltes Filet da. Okay, wir machen mal ganz kurz aus. Weil ich guck mal schnell, dass ich noch gegrilltes Filet hinbekomme. Warte mal. Ich habe noch Filet einstecken sogar. So, pass mal auf. Wo hatte ich mein Lagerfeuer gehabt? Ja? Wo hatte ich mein Lagerfeuer gehabt? Ach, das war hier in der Hütte gewesen. Stimmt ja. Das war hier in der Hütte. Okay, alles klar. Dann schmeiße ich das mal hier rein. Das hole ich hier raus.
So, hatte ich hier noch irgendwo Holz gehabt? Natürlich. Lübt. So. Lagerfeuer kann dann sowieso anbleiben, weil, wie gesagt, ich brauche ja dann sowieso auch Holzkohle. Ne? So, dann warten wir nochmal ganz kurz, bis ich Filet fertig habe. Gegrillte Filet. Und dann mache ich mir nämlich noch die 4 Dino-Tracker. Aha, jetzt muss ich auch noch den anderen aufstellen, wenn ich da die Sachen haben möchte. Was ist denn das für ein Rotz? Eieieiei. Also eine Nachricht bitte an den Modder von der QOL-Mod, ja, dass er da bitte dann mal dafür sorgen soll, dass diese Sachen auch in dem Nummer, also in seinem Fabrikator gehen. Das wäre echt nett. Dankeschön dafür. Jetzt habe ich 4 Filet am Start. Jetzt heißt es, ich kann noch die Dino-Tracker bauen, weil ich würde gerne die ersten Tiere mit dem Dino-Tracker ausstatten. So, das bedeutet, ich baller das jetzt hier auch mit rein, indem wir anschalten, obwohl er so laut ist. Ne? Das Scheißding. So, dann machen wir uns mal 4 Dino-Tracker. Fertig. Was wir dann jetzt haben. Ich habe doch gegrilltes Filet drinne. Gegrilltes Filet. Willst du mich jetzt verarschen? 10 Stück will... Ach, bin ich doof. Ich habe gedacht, er will nur eins. Ah. Oh. Doc hat wieder ein Fail gemacht. Hahaha. Ha, ha. nicht lachen, bitte. Ja, bitte nicht lachen. Bitte nicht lachen. Also brauche ich insgesamt 40 Filet. Hahaha. Oh, das kann ja was werden, ey. Das kann ja was werden. Okay, dann mache ich mir wegen schon mal dann einen, würde ich dann sagen, oder? Mache ich mir schon mal wenigstens dann einen. Was ist das im Kotzen durch? Ich brauche noch 3 Stück. Ach Mann. Dann mache ich wenigstens schon mal für den Vogel, oder? Ich mache schon mal für den Vogel. So, pass mal auf. Ich nehme schon mal die beiden Sachen hier raus. Tu das hier schon mal rein. Ich brauche jetzt noch 2 Stück. Okay. Für den Teleporter werde ich mir gleich extra einen schönen Platz bauen, wo ich den nämlich dann hinstelle. Weil der soll nämlich dann seinen eigenen Platz haben. Aha. Das wird nämlich cool. Das wird nice. So, okay. Alles klärchen. Wie sieht's aus? Haben wir wieder ein bisschen Filet zusammen? Damit ich schon mal wenigstens das eine Dino-Trackerchen machen kann. Hm? Einer fehlt noch. Konsumgüter, Fleisch. Okay, okay, okay. Das nächste ist gleich fertig. Cool, dankeschön. So, jetzt gibt es wenigstens den ersten Dino-Tracker. So, pass mal auf. Jetzt rein damit. Zack, einschalten. Awesome, Dino-Tracker. Machen wir ein. Flupp, dankeschön. So, dann kriegt mein Agentabis jetzt den ersten. Mein Agentabis bekommt jetzt den ersten Dino-Tracker. Ne? Und das laute Ding machen wir aus. Das nervt nämlich. So, Vögelchen, wo bist du? Vögelchen? Vögelchen? Wo ist Vögelchen? Ach, da hinten ist Vögelchen. Eieieiei. Hallo, Vögelchen. So, einmal so, zack, und einmal so. Sehr schön. Und ich hoffe, dass das jetzt auch funktioniert hat. So, einmal jetzt das Ding da drauf. So, das heißt, ich habe den jetzt auf der 7 und ja, er wird angezeigt. Sehr schön. Sehr schön. Dann gucken wir auch mal gleich, ob er richtig funktioniert. Das heißt, wir rennen mal schnell hier rüber. Oh, pass auf. Und lob. Ach, herrlich. Ach, das ist doch schön. Oh, das finde ich super. Okay. Und bis ich soweit bin, stelle ich jetzt mal den Teleporter erstmal hier hin. Oh, pass mal auf. So, der kommt jetzt erstmal hier drauf. Ah. Ist das nicht hübsch? Ist das nicht schön? Ach, ich freue mich. So, und jetzt brauchen wir einen Platz, wo wir den Teleporter nämlich dann hinstellen können. Ja, und ich habe mir gedacht gehabt, hier ist doch so schön viel Platz, Leute. Hier ist doch so schön viel Platz. Weil ich habe mir gedacht gehabt, ich könnte ein paar schöne Strukturen bauen. Und dann nämlich dann sehen, dass ich mir da wieder so ein schönes Podest hinstelle, wo nämlich dann der awesome Teleporter drauf ist. Aha. So, pass mal auf. Weil ich habe mir gedacht gehabt, da würde doch Stein ganz gut aussehen. Weil ich habe ja auch hier jetzt diese Triangle. Triangle habe ich hier drauf. Dreieckiges Steinfundament. Ja, die mache ich. Das mache ich jetzt. Pass mal auf. Pass mal auf. Das kann ich doch jetzt im Inventar machen, richtig? Herstellung, Strukturen, Stein. So, wie viele mache ich dann mal? Ich mache jetzt mal 10 von den Geraden. Dann habe ich nämlich die schon mal. Dann mache ich auch 10 von den Ungeraden und den Rest müssen wir dann holen, halt wie wir es brauchen. Aber ich habe mir, wie gesagt, gedacht, wieder so ein schönes Podest. Sieht bestimmt klasse aus. Dann wieder ein paar Treppen dran, ja. Mit ein bisschen Beleuchtung, ja, kriegen wir auch hin. Oh, ich brauche wieder so eine Lichtermod, Leute. Ich brauche eine richtig schöne Lichtermod.
Das wäre was Geiles. Ich habe ja damals die, wie heißt das schon wieder? Diese Lighting-Mod. Lighting, irgendwas mit Lighting war das gewesen. Auf jeden Fall waren da richtig schöne Lichter mit dabei. Die hätte ich wieder gerne. So, okay, jetzt brauchen wir noch die Dreiecken. Dann machen wir auch mal 10 Stück an den Start. So. Und dann hoffe ich mal, dass wir dann gleich alles haben, was wir nämlich dann brauchen. Oi, 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 oi. Das wird ein Abenteuer, Leute. Das wird ein richtiges Abenteuer. Aber wenigstens komme ich hier auch mal ein bisschen voran, ne? So ein kleines bisschen wenigstens. Ich würde ja jetzt dann auch Fackeln aufstellen, aber die Fackeln, die rauschen mir immer so laut. So, okay. Jetzt brauche ich noch von denen hier. Da mache ich auch mal welche fertig. Weil die kannst du ja dann umswitchen zu einer Treppe, ne? Das hier war ja die Ceiling gewesen. So, und das hier war Steindach, Rampe, Treppe. Ganz genau. Die brauchen wir. Und dann baue ich mir nämlich jetzt gleich einen schönen Platz dahin. Und das war das Letzte. Aha, sehr schön. So, wie gesagt, ich baue jetzt hier drüben etwas hin. Ja. So, hier in dem Bereich habe ich mir gedenkt. Ja. Da habe ich mich dann hier noch genügend Abstand, weil hier, wie gesagt, will ich ja dann meine Base-Location dann ausbauen. Deswegen gucke ich jetzt hier mal gerade, wie ich das hier am besten managen kann. Pass mal auf. So, zack. Ein bisschen weiter runter. So. Ja, nicht ganz so weit runter. So, zack. Sehr schön. Aha. Okay, und da ballere ich mich jetzt schon mal den Teleporter drauf, weil ich kenne mich. Am Ende sieht das nämlich dann nicht gut aus oder irgendwas in der Art, ja, und dann habe ich ein Problem. So, und jetzt ist natürlich wieder dunkel, ne? Aber egal, wir kriegen das hin. Ich muss nur gerade davor stehen, mehr nicht. Ich muss nur richtig schön gerade davor stehen, das sieht soweit ganz gut aus. So, zack. Dann machen wir diesen hier. Und dann sehen wir nämlich dazu, dass er nämlich dann ordentlich und mittig hier steht. Okay, sieht doch ganz gut aus, oder? Denke ich mir. Na bitte. So kann man damit leben. So, pass mal auf. Jetzt brauchen wir diese hier. Okay. So, dann brauche ich 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wie viele habe ich noch einstecken von denen? Ich habe noch 4 einstecken, dann brauche ich noch 2. So groß braucht der Platz ja gar nicht sein. Das ist jetzt nicht das Problem. So, merkt ihr das Rauschen? Das Rauschen mag ich mich nicht. So, Herstellung. Das heißt, wir machen von denen hier nochmal 2 Stück fertig. Das sollte auf jeden Fall dann reichen. So, und dann kommen noch die Treppen dran. Und dann haben wir es doch schon. Ja, und wie gesagt, dann irgendwann nochmal ein bisschen Beleuchtung. Das könnte auf jeden Fall nicht schaden. Das könnte auf jeden Fall nicht schaden. So. Okidoki. Dann einmal zurück. Upp. So, pass auf. Oh. Das dahin, das dahin. Nein, nicht so. Das dahin, das dahin, das dahin. Und das hier wieder weg. So, pass auf. Aufheben. Dankeschön. So, coole Sache. Und das dahin. Jawohl, ja. So, und jetzt brauchen wir noch die Rampen. So, dann muss ich erstmal gucken. Weil jetzt switchen wir nämlich wieder zur Treppe. Ja, da, Steintreppe. Sehr schön. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, hier hinten brauchen wir nicht. Und 10. Sehr schön. Seht ihr? Und dann habe ich hier einen wunderbaren Teleporterplatz. Aber wie gesagt, der hat halt noch kein Licht. So. Jetzt gehe ich aber mal kurz hierher. Weil den muss ich natürlich noch benennen. So, warte mal. Main Base. Annehmen. Du. Und dann müsste doch alles hier wunderbar funktionuckeln. Ne? So, und das heißt, ich kann doch dann eigentlich auch wieder reisen, oder? Wie war das? Hier, guck mal, wenn ich jetzt hier drauf gehe, da, grüner Obelisk, roter Obelisk, blauer Obelisk, Tech Terminal und Main Base. Die kommen aber an erste Stelle. So,
Sage dir, Bumm, sieht gut aus. Ha, Leute, ich habe das Feeling wieder. Ich habe das Feeling wieder. Ach, das läuft doch richtig geil. So, jetzt gucke ich mal, wie viel ist jetzt hier noch fertig geworden. Wir haben jetzt, also ich kann dann nochmal zwei Dino-Tracker machen, weil natürlich möchte ich ja auch, dass die nötigsten Tiere alle mit einem Tracker ausgestattet sind. So, das bedeutet, ich gehe jetzt hierher, ich mache davon nochmal zwei Stück. So, das Zeug hierher, einschalten, plopp, und dann lübt die Sache. Meine Güte, der ist laut, ey, das kannst du ja nicht ausdenken. Kriegst ja Hörsturz bei so einer Scheiße. So, alles klärchen. Danke, danke. Und du hältst die Schnauze. So, okay. Jetzt die zwei wichtigsten Farmtiere sind auf jeden Fall hier der Terizinosaurus. Ne, wenn ich den zu mir rufen möchte. So, das heißt, er kriegt einen. So, und dann braucht auf jeden Fall noch der Ankylo. Der braucht auch noch einen. So. Mit der Zeit wird es dann so sein, dass alle ihren Tracker bekommen. Alle, die wichtig sind, oh, wie zum Beispiel auch der Trike, dem hätte ich auch. Oh, naja, egal. Egal, 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 egal. Hauptsache, die sind jetzt schon mal alle ausgestattet. So, und jetzt müssen wir mal warten, bis es hell ist, ne? Jetzt warten wir mal ganz kurz. Wenn es hell ist, ist es dann doch ein bisschen angenehmer, weil man sieht alles ein bisschen besser. So, Leute, aber jetzt, wie gesagt, müssen wir noch ein bisschen Zeit totschlagen. Deswegen habe ich mir noch folgende Sache überlegt. Und zwar, ich stelle jetzt noch mal ein paar Holzfundamente nämlich her. Beziehungsweise nicht Holz, sondern Steinfundamente. Weil, ganz einfach aus dem Grund, ich könnte ja schon mal ein bisschen was an der Hütte weitermachen. Weil, wie gesagt, da hatte ich ja dann zum Schluss aufgehört gehabt. Und deswegen gehe ich mich jetzt her und baue mir nämlich noch mal hier schnell ein paar Fundamente. So, warte mal. Und zwar für die Fundamente habe ich ja Stein genommen. So, ich würde jetzt hergehen. Ich mache einfach mal 20 Fundamente, sofern ich das Material da habe. Habe ich auch. Sehr schön. So, und dann kann ich mich jetzt hergehen und kann nämlich dann hier, nämlich auf der anderen Seite. Ich weiß jetzt nicht, wo ich das Lager machen wollte. Ich weiß es nicht mehr. Entweder mache ich nämlich jetzt hier ein Lager hin oder auf der anderen Seite ein Lager. Aber ich glaube, hier auf der Seite mache ich dann so eine Art Küche. Und hier auf der Seite mache ich ein Lager hin. So, und da kann ich mich dann hergehen und kann nämlich mir mein Lagersystem nämlich dann auch schon so langsam aufbauen. Haha. So, das bedeutet, ich gehe mich jetzt her. Flup, 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 flup. Jetzt muss ich nochmal gucken, wie groß ich das mache. Ich glaube, da gehe ich ein bisschen drüber hinaus. So, ich glaube, 3x5 sollte ausreichen für ein anständiges Lagersystem. So, das, 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 das. So, dann habe ich mich hier, wie gesagt, das wieder Raum fürs Lager. Und auf der anderen Seite mache ich mir nämlich Art wie so eine kleine Küche hin, ja. So, da habe ich dann den Felsen mit dabei. Das heißt, das ist natürlich blöd. So, das heißt, ich gehe hier hin. Aha. Ha, 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 ha. Ich brauche dich, komm mal her. So, okay. Und dann habe ich hier wieder eine kleine Küche. Wie gesagt, 3x3 reicht für eine Küche. Mehr brauchst du da nicht. Ja, was kommt da rein? Ja, was kommt da großartig rein? Da kommt nicht viel rein. So, das heißt, diese Tierchen, die tue ich jetzt mal hier zur Seite. So, uno momentos. Die kommen hier zur Seite, damit ich da ein bisschen Platz habe. Mein lieber Terry, muss auch mal zur Seite. Es tut mir leid. Ja, aber du bist hier im Weg. So, Dankeschön. Okay, und da brauche ich jetzt jede Menge Wände, Leute. Jede Menge. So, pass mal auf. Gehe ich nämlich jetzt her. Herstellung. Da nehme ich nämlich jetzt Holz. Da ist Holz. Dann nehme ich hier die Wände. Holzband, ganz genau. Die will ich haben. Machen wir auch erstmal so 20 Stück. Sollte erstmal ausreichen für den Anfang. Und dann mache ich nämlich jetzt erstmal hier. Ja, da ist der Felsen im Weg, Leute. Hier ist der Felsen im Weg. Aber das ist absichtlich. Ja, ich meine, es können so ein paar Strukturen da sein. Das stört ja nicht. Ne? Das stört nicht. So. Kann aber auch nicht hochlaufen. Was ein Scheiß, du. Was ein Scheiß. So, und dann werde ich mich jetzt hierher gehen und mache mir hier so eine kleine, wunderbare Küche hin. Aber erstmal brauchen wir ein paar Fenster. So, da ein Fenster. Da ein Fenster. Und hier ein Fenster für den Felsen. Ah, da kann ich mir den Felsen angucken. Das ist doch schön. Oder? Das ist doch schön. So, dann kommt jetzt hier eine Wand hin. Da eine Wand hin. Dort eine Wand hin. Da und da. Und da, so, seht ihr, und das ist nämlich dann der Küchenbereich, ne? So, und auf der anderen Seite mache ich das nämlich so, dass ich hier einen separaten Eingang machen werde. Ja, das ist der Liefereingang, Leute. Das hier ist der Liefereingang. So, okay, und dann mache ich hier,
mache ich mir ein Fenster hin, hier mache ich mir ein Fenster hin. Die eine Wand hier, die, warte mal, hier, da, auf die Seite kommen nur Wände. Weil wie gesagt, hier werden nämlich dann überall die Lagerkisten nämlich dann stehen. Hier mache ich eine Wand hin, hier mache ich eine Wand hin und hier mache ich eine Wand hin. Und hier mache ich dann auch nochmal dann eine Dings hin, eine Tür, weil ich möchte mir nämlich hier noch was hinbauen, tatsächlich. Ich möchte da gerne noch was haben, weil ich habe da so Ideen, Ideen halt, ne? So, das heißt, ich mache mir hier nochmal eine fertig. So, dann habe ich mich gleich hier schon das letzte. Dankeschön. So, fluppidiwupp. So, zack, zack. Oh, jetzt bin ich einmal zu weit. So, Tür. Dankeschön. Ha! Leute, es lübt. Es lübt, lübt. So, und dann, ich habe ja auch noch vor, mir dann die Skins zu machen. Es gibt ja so coole Skins, sag mal, die man auf Wände drauf machen kann. Und dann ist das bestimmt richtig cool. Kann man das auch noch anders machen? Dass man hier noch andere Skins drauf macht, geht das? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Werden wir dann sehen. Am Ende muss ich alles nochmal abreißen, um es dann neu hinzustellen. Haha, das wär's. Ha, herrlich. So, okay. Und der letzte Step für heute ist, dass ich dann hier noch eine Zwischendecke reinmache. Wie viel werden wir da brauchen? Das sind 2, 4, 6, 8. 8 Stück. 8 Stück brauche ich dafür. So, Herstellung. Welche waren das jetzt hier gewesen? Das waren die hier, die Holzdecke. Genau, das waren die hier. Brauche ich 8 Stück. Das machen wir mal schnell fertig. Dann habe ich hier nämlich wenigstens das Loch auch zu, so langsam, ja, damit hier es mal ein bisschen hübscher wird. Ja, und ein bisschen wohnlicher. So, kann ich eigentlich auch schon direkt damit anfangen, oder? So, pass mal auf, hier. Fangen wir mal hier direkt damit an. So, pass auf. Zack. Hallo? Das kommt dahin. Hallo. Da. Da. Jawohl. So. Dahin. 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 Und dahin. Ah, seht ihr? Habe ich nämlich das auch schon mal zu. Es wirkt langsam, Leute. Es wirkt langsam. Wow. Herrlich, freue ich mir. Da freue ich mir ganz heavy. So, okay. Seht ihr? Und dann wird die Hütte nämlich langsam ein bisschen größer. Habe ich nämlich dann schon mal ein Lager, habe ich hier schon mal die Suppenküche. Ja, die Suppeküche. Die Suppeküche von The Island. So. Ha, ist das nicht hübsch? Also ich freue mich. Ich freue mich, es geht so langsam voran. Wie gesagt, jetzt Teleporter, Haus ein bisschen erweitert, Dino-Tracker schon vergeben. Ich habe die Fernbedienung. Leute, jetzt wird alles schick. Ja, so, und Leute, jetzt spoilere ich euch mal, was ich jetzt die nächste Folge vorhabe. Die nächste Folge gehe ich mich her, da schnappe ich mir einen Wolf und dann geht's in die Höhle. Ich will in eine Höhle gehen. Ich werde mir nämlich dann in der nächsten Folge, werde ich mir ein paar Grappling-Hooks dann nämlich dann vorbereiten, damit ich dann auch an jeden Loot-Crate rankomme. Ja, und dann geht's mit dem Wolf in die Höhle. Und dann haben wir nämlich dann auf jeden Fall schon mal den ganzen Loot aus der Höhle. Wir haben die Sachen aus den Loot Crates. Wir haben dann schon mal ein Artefakt, Leute. Es wird einfach herrlich, glaubt mir. So, aber jetzt entlasse ich euch erstmal in den Tag bzw. in den Abend. Ich sage Dankeschön, dass ihr mit dabei gewesen seid. Ich wünsche euch noch einen traumhaften und ich bin damit raus. Ciao.